Hallo Leute, mein Name ist Hazelsti und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und in dieser Folge werden wir etwas mehr Umwelt verschmutzen. Und zwar hier auf dieser Seite. Bisher ist unsere ganze Ölproduktion etwas einseitig, denn wir produzieren nur Flüssiggas. Aber sonst nichts. Und das wollen wir nun ändern. Müssen sicherstellen, dass wir hier die richtigen Ausgänge haben. Ja, nicht so. 2 und 1 und dann das Ganze verbinden. Untergrundpipes schon wieder alle. Wir werden mal mit der erweiterten Ölverarbeitung anfangen und von da an wird es weitergehen. Mit Elektromotoren werden wir brauchen, Batterien. Die Batterien brauchen wir hauptsächlich für die Lasertürme. Die brauchen Batterien und wir wollen hier eine Laserturmbasierte Verteidigung. Das heißt, wir müssen die auf irgendeine Art müssen wir die automatisieren. So, von hier werden wir nun das so produzieren und dann machen wir hier. Oh, ich bin wieder mal toll vorbereitet. Zum Glück muss ich ja nur da rüber laufen und da sind auch irgendwo Tanks drin. Wenn wir dann die Elektromotoren haben, dann können wir, glaube ich, auch Robotergestelle bauen. So. Ein Öl. So, haben wir hier kein Öl. Haben wir grundsätzlich zu wenig Öl. Das ist leer. Hier ist nicht mehr viel drin. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier das Feld anzapfen müssen und dann hier noch einen Bahnhof anpacken. Ah.
auch eins nach dem anderen. Was brauchen wir denn nun als nächstes? Das machen wir aus Schweröl. Da schalten wir eine Pumpe dazwischen. Damit wir hier einen Tank haben können. So. Und dann brauche ich ein paar von den Kabeln. Hier rüber. Da. So. Wenn ich Schmiermittel weniger als 10.000 habe, dann soll die Pumpe laufen. Wie viel hat hier drin Platz? Ja, bei 25.000. Gut. Ansonsten verarbeiten wir hier oben machen wir aus Schweröl die und hier unten machen wir aus Leichtöl die. Hinten packen wir die erstmal in Kisten rein. Ich brauche eine Photoneinheit. Ton müssen wir irgendwo haben. Okay, Schwefelsäure haben wir zumindest genügend. Okay. Und da pumpen wir dann, sobald wir größer oder gleich 10.000 haben. Machen wir hier noch
Sehr schön. Dann bekommen wir auch Festtreibstoff, sofern wir genügend Rohöl haben. Was heißt, die nächste Aufgabe? Wir schauen, dass wir mehr Rohöl ranbringen. Dazu brauchen wir unten noch einen Flüssigkeitsbahnhof, die Rohölentladung. Wahrscheinlich brauche ich ein paar Rohre. Dann sollte das Ganze etwas in die Gänge kommen. Hier unten habe ich auch schon mal etwas aufgeräumt, die ganzen Förderer entfernt, die nichts mehr produzieren. Es waren einige. Hier Kohle haben wir noch ein ganz klein wenig auf dem Feld. Aber die Förder, die überhaupt noch was bringen, werden auch immer weniger. Sind nur noch die zwei Kohleförderer. Und dann hier. Okay, hier müssen wir das Kohleband etwas auf die Seite legen, damit wir Platz für den Bahnhof haben. So. Dann probieren wir mal das hier.
so rüber gehen. Runter. Aktiven Bahnhof. So, sehr schön. Ja, natürlich fehlt Eisen. Was denn sonst? Da unten irgendwo. Ich habe auch hier etwas mehr Turbinen angeschlossen, weil mit den zusätzlichen Raffinerien und Chemiefabriken brauchen wir doch etwas mehr Energie. Und es ist wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir Atomstrom haben. So, das ist aber nicht Schwefelsäure. Bahnhof, sondern Ölbahnhof. Und da ist die nächste Forschung fertig. Dann machen wir doch die Module. Was habe ich gesagt? Ölbahnhof. Der Bahnhof ist fast fertig. Natürlich brauchen wir eine Entladung. Wir zwei Tanks hin für den Puffer. Dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier nach oben bringen. Gerade so am See vorbei. Schieben wir das hier etwas auf die Seite. So. Das ist der Bahnhof angeschlossen. Jetzt
brauchen wir nur noch das Ölfeld und einen weiteren Bahnhof und einen Zug. Das sollte doch irgendwie machbar sein. Also, Zug mit 4 Waggons. Lokomotive. Brauche ich noch einen Bahnhof. Ein Signal hiervon. Und dann gehen wir einfach mal zum nächsten Ölfeld. Das anzuschließen, das ist hier unten. Okay. Okay, das ist dann das Ölfeld. Oder andersrum. So ein Signal. Da brauche ich so ein Signal. Moment. Das gehört andersrum. Das muss hier ran. So funktioniert's. Wer hat das gemerkt? Gut, dann pumpen, pumpen, pumpen. Brauche ich nochmals 4. Sieht so aus, als hätte ich zu wenig, wie üblich. Aber dann schließen wir doch einfach mal.
Das zusammen, das zusammen. Ein paar mehr Rohre. Und wie ihr sehen könnt, zumindest das Atomkraftwerk, das steht, uns fehlt nur noch der Brennstoff. Etwas Stahl, etwas Rotes, etwas Kupfer. Gibt uns ein paar Umspannwerke und etwas hiervon, hiervon. So, da kommen wir von hinten ran. Hier ums Eck. Haben wir noch ein paar Tanks hier? Ja, das geht sich hier. Wunderbar aus. Gut, dann. Wo sind die Umspannwerke? Sind sie? Die vier zusammen. Die vier zusammen. Passen da zwischen hier. Ja, und da unten fehlt einer. Gut, dann brauchen wir nur noch eine Lokomotive. Ölbahnhof, volles Frachtinventar, Ölfeld, volles Frachtinventar, hier leeres Frachtinventar. Hallo. So, automatisch. Sehr schön. Das auch erledigt. Und es ist wieder eine längere Folge geworden. Aber wir haben nun das die extravaganten Ölprodukte am Start. Nicht, dass wir schon was produzieren davon, aber wir können dann nächste Folge mit dem Schmiermittel
etwas mehr anfangen. Also schaltet wieder ein, bis dann und tschüss.